Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Aufnahme zu unserem World Generator Tutorial. Ja, heute möchte ich mit euch gerne mit dem Biome Grid ein bisschen arbeiten. Wir hatten ja in der letzten Folge mit den Noises gearbeitet. Ihr werdet ja sicherlich auch schon ein bisschen vorangekommen sein. Und ich möchte jetzt gerne mit euch mit dem Biome Grid arbeiten. Grundsätzlich haben wir in Minecraft ein relativ einfaches Biome Grid. Das können wir auch gut übernehmen. Ich möchte jetzt aber hier so ein paar Sachen machen. Und das auch ein bisschen nach den Biomen machen. Also erstmal, wie genau können wir jetzt sozusagen die Biome bekommen? Das können wir hier einfach mal machen. Hier machen wir einmal nochmal eine Abfrage. Sozusagen, else if. Genau so. Else if, so. Wenn dann halt unser Y gleich der Noise ist. So, dann machen wir setzen wir das Material. Und dann fragen wir halt ab. If. In Klammern grid.get biome, dann machen wir in diesem Fall x und z, das ist nämlich das biome grid für unseren Chunk sozusagen nur, also an der an x und z Punkt, ja, also grid.get biome gleich biome Punkt. Jetzt nehmen wir als Beispiel zum Beispiel Plains. Also wenn es Planes sind, dann soll... Ja, da ist ein Fehler. Das Manager natürlich gehört da in keinster Weise rein. So, wenn das der Fall ist, dann machen wir hier data.zblock. Hier Gras, also Grass. Dann machen wir die Abfrage else if. Dann fragen wir jetzt zum Beispiel nach Forest ab. Und dann machen wir jetzt zum Beispiel... setzen wir jetzt hier Punkt Log, also Log für die Forest sozusagen, das ist hier der Baumstumpf. Dann fragen wir zum Beispiel für Swampland ab. Da setzen wir jetzt nur als Beispiel Myzel. Sollt ihr auch kennen, das sieht sehr, ist ja dieses. Ja. Was ist Myzel? Myzel ist sozusagen dieser Kram, den ihr auf diesen Mushroom Islands findet. Dann haben wir noch übrig Desert. Da setzen wir dann Sand. Und für die übrigen setzen wir einfach Stein. So. Das ist jetzt einfach die Methode, womit wir jetzt halt erstmal uns überhaupt ausgeben lassen, wo was ist oder wie die einzelnen Biome aussehen. Das ist ganz interessant an sich. Dafür reloaden wir einmal den Server. So, haben wir das Plugin schon exportiert. Auch einmal auf den Server drauf. So, und jetzt erstellen wir uns eine Welt mit mw create test 3 plugin world generator. Dann, schon test 3 hatten wir schon. Wir machen test 4 jetzt heute. Dann slash mw load test 4 und slash mw go to test 4. Das ist ja relativ schnell geladen heute. So, und jetzt seht ihr hier, haben wir zum Beispiel das Biom Ocean. Deswegen ist hier alles so hässlich. Ich hoffe mal, wir kommen jetzt auch vom Biom Ocean weg. Das wäre sehr schön. Ich möchte euch ja an sich was anderes zeigen, außer den Ocean, sondern ich möchte euch jetzt zeigen, dass wir hier auch einzelne Biome haben. Ist hier mal Deep Ocean. Das ist echt nur so ein Biom. Ne, Dings mit Dings, das kann auch nicht angehen. Ach, jetzt haben wir eine komplette Ocean-Welt generiert. Das ist doof. Ich will nicht im Ocean spawnen. Okay, wir machen das jetzt schneller, weil das dauert mir zu lange, jetzt das alles durchzufliegen. Das sieht genauso scheiße. Hier ist Tiger. Okay. Dann wird hier auch irgendwann gleich mal so was anderes kommen, hoffentlich. Das ist das Problem, weil wir so viele unterschiedliche Biome haben und jetzt nicht alle auf drei raufgeklatscht haben, sondern nur gesagt haben, diese paar Biome, die kriegen halt das Design. Jetzt fliegen wir halt sozusagen über die Tiger und irgendwann wird hoffentlich die Tiger enden. Hoffentlich. Ansonsten nehme ich gleich ein Seed hier. Hier ist Forest zum Beispiel. Forest? Bin ich gerade nach Forest abgefragt? Ah, okay, das kann sein. Y größer gleich Noise minus 1, dann sollte es klappen. Okay.
Nochmal. Ups. Den treffen wir gar nicht. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. So, jetzt sollten wir aber die oberste bekommen. MW create test 6. Slash MW load test 6. Slash MW go to test 6. So, jetzt sieht man es hier. Genau, wir sind jetzt in den Plains. Hier sieht man zum Beispiel ganz schön das Plain-Biom. Überlappen. Das geht hier sozusagen rüber. Das frage ich mich gerade, warum das denn hier nicht geht. Ach so, oh. Ach so, hier muss ein Else an sich hin. Upsala, okay. Das erklärt auch einiges, warum jetzt die anderen abgesetzt sind. Das exportiere ich trotzdem schon mal, nur damit ich gleich Bescheid weiß. Da seht ihr hier zum Beispiel, das hier sind dann Plains. Hier ist ein River, der durchgeht. Genau, hier geht jetzt gerade ein River durch. Hier sind Plains. Hier sind Forest Hills. Hier sind wieder Plains. Und die ziehen sich hier so entspannt entlang, sag ich mal so. Ja, zwischendrin ist dann Sunflower Plains, Roof Forest, vor allem Sunflower Plains. So, und was genau wollen wir es hier mit erreichen, mit diesem Biome Grid? Wir können nämlich auch Biome setzen, jetzt ist es spannend. Ich will jetzt dafür nochmal hier ein bisschen was vom Multiplayer ändern. Das heißt, wir machen den Multiplayer auf 0,2, also teilen das durch 3, strecken das also in die dreifache Länge, wie es jetzt ist. Multiplizieren aber hier mal 32. Aber dann machen wir doch 0,1, sonst wird das wirklich zu breit. So, und jetzt können wir hier zum Beispiel fragen, wenn Biome Forest, dann machen wir jetzt oder Grid Biome Forest Hills. Oder Forest Mountains. Das sind jetzt zum Beispiel die ganzen, die es für Forest gibt. Ich glaube, es gibt Forest Mountains, hoffe ich zumindest. Forest Hills, oh, es gibt nur die beiden. Okay. So, jetzt sagen wir zum Beispiel. Hier machen wir noch Sunflower Plains nochmal eben hier oben rein. Für euch kann es bei neueren Versionen tatsächlich sein, dass ihr auch andere Biomennamen habt. Da müsst ihr einfach von euch ein bisschen anpassen und gucken, wie was verteilt ist. Hier nehmen wir Sunflower Plains. So, jetzt fragen wir ab. If, in Klammern Noise, das ist hier die für den aktuellen Block. Kleiner gleich, sagen wir jetzt mal, kleiner denn 72. Wer es kleiner denn 72 ist, machen wir jetzt hier, also setzen wir jetzt hier grid.zbiome und dann x z und dann biome.plains. So, dann machen wir else if dann noise kleiner gleich, sagen wir jetzt mal 82, setzen wir hier forest. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel. Ihr könnt das alles so anpassen, wie ihr wollt. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, wie ihr es ungefähr machen könnt. Und wenn ansonsten setzen wir Forest Hills. So, dadurch. So, das machen wir jetzt hier einfach mal eben kurz hier vorne davor. Damit wir hier vorne das machen können. So, jetzt machen wir hier einfach nämlich nur die Abfrage. If Sunflower Plains Gras. Forest das und wenn Forest Hills, es wird ja jetzt nur diese drei Sachen geben, beim Forest Hills, dann soll er Log 2 setzen. Es wird dann in diesem Fall das andere Log sein. So, ansonsten wird er das setzen, an sich wird dieses Else nicht gebraucht. So, ich mache jetzt mal hier eine Auskommentierung hier, beim setzen Terrain dekorieren. So. Jetzt hier oben seht ihr einfach so, wie wir das Biom setzen. Und hier machen wir noch eine Abfrage, weil wenn wir jetzt unter, zum Beispiel unter 64 sind, sind wir im Wasserlevel. Und dann machen wir jetzt hier einfach Punkt Ocean als Beispiel, damit dann Ocean erstellt wird. So, und jetzt sollte sich eine Welt angepasst an unsere High Value, also an unsere Hügel, entstehen. So, das testen wir jetzt einfach auf der Welt 7. Und ja, dann könnt ihr es mal sehen. Genau, jetzt seht ihr es hier. Das hier ist jetzt der Bereich, der ist unter 64. Hier geht der Bereich auf 72 und höher. Hier ist er dann zum Beispiel jetzt, hier ist 72. Hier geht es dann auf 73. Hier ist dann jetzt diese Slog. So, und jetzt seht ihr zum Beispiel schon, wir haben jetzt einen relativ
realistische Evaluation Values. Und hier oben seht ihr es auch mit Log 2, ne? Also wir haben jetzt hier sozusagen unseren Forest und hier kommen dann unsere Forest Hills. Seht ihr auch jetzt hier beim Biom, wenn ihr raufguckt bei mir, Forest. Dann hier Plains. Und hier kriegt ihr Ocean. Ja, und so könnt ihr das Ganze schon mal unterteilen. Und das ist zwar jetzt die billigste Noise, die es hier wahrscheinlich gibt. Aber so können wir dann halt jetzt einzelne Biome erstellen. Ja, das ist vielleicht ganz interessant, aber das ist auch sehr wichtig, über die Biome Generators zu wissen. Ich, wie gesagt, ich mache hier eine relativ quick Erklärung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier auf die kleinsten Details drauf eingehe. Ich werde auch nochmal auf die Noises drauf eingehen, dazu mache ich nochmal Videos. Aber ich werde halt hier jetzt nicht auf super kleine Details eingehen. Ich möchte aber ein bisschen erklären, wie das Ganze funktioniert, das System. Und ja, deswegen ist das jetzt hier die grobe Erklärung und für weitere Details müsst ihr halt selbst ein bisschen experimentieren, so kompliziert ist das Ganze aber auch nicht. Und ansonsten einfach mal in die Kommentare schreiben, dann können wir darüber auch diskutieren. So, naja, jetzt möchte ich aber dann mich für heute verabschieden. Beim nächsten Tutorial seht ihr, wie wir hier sozusagen noch Wasser in unsere Bereiche reingefüllt bekommen, dass wir sozusagen kleine Oceans machen in diesen Bereichen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis dahin, tschüss.